Hallo, Michael Kotze, der Rucksackunternehmer. Willkommen an diesem fantastischen Tag. Heute schauen wir uns ein Video an Geld verdienen mit Dropshipping. Ja, Online-Shop ohne Startkapital gründen von 5 Rules, 5 Hacks. Ich lasse auf jeden Fall mal einen Daumen hoch da, weil ich weiß, das Video ist sehr genial. Abonniert habe ich den Kanal auch schon, Glocke angemacht und alles Mögliche. Und ja, schauen wir uns das einfach mal an. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was wir uns heute alles anschauen und was wir alles erfahren, wie du halt Geld verdienen kannst im Internet mit Dropshipping. Yeah. Würdest du gerne deinen eigenen Online-Shop führen, vorab aber keine größeren Summen investieren müssen und kein unnötiges finanzielles Risiko eingehen? Ja, möchte ich gerne. Geld verdienen ist immer gut, ne? Natürlich mache ich natürlich Affiliate-Marketing, ne? Hab mein Jetset-Affiliate-System, wo ich dir alles beibringe, aber man kann ja immer nur mal die Augen aufhalten, was man so alles bekommt. Dann ist das Dropshipping-Modell vielleicht genau das Richtige für dich. Dieses Konzept erklärt euch heute ein Experte auf genau diesem Gebiet. Viel Spaß! In diesem Video zeige ich dir, wie du dir mit einem eigenen Online-Shop ein lukratives, ortsunabhängiges Nebeneinkommen aufbaust. Sogar wenn du komplett neu bist und bisher noch keine Erfahrungen im E-Com-Business hast. Hi, mein Name ist Reto Stuber und ich betreibe einige Online-Shops. Ah, okay, den kenne ich. Das ist cool. Die jeden Tag mehrere hundert Verkäufe generieren. Dabei nutze ich das sogenannte Dropshipping-Modell. Damit kannst du ganz einfach mit deinem eigenen Online-Shop Produkte vermarkten und verkaufen, ohne dass du die Produkte selbst am Lager haben und verschicken musst. Im Gegenteil, der Kunde bezahlt dich und du bezahlst damit den Lieferanten, der das Produkt dann direkt an den Endkunden verschickt. Das ist natürlich sehr, sehr cool, oder? Das heißt, du hast kein Risiko, auch dass du dann die Produkte dann halt 100 Stück zu Hause liegen hast oder im Lager oder so und die verrotten dann, sind alt und keiner will sie mehr haben. Bei Dropshipping hast du das alles nicht. Durch dieses sogenannte Streckengeschäft minimieren sich deine Investitionskosten sowie das Risiko, auf einem Produkt sitzen zu bleiben, falls es am Markt nicht angenommen wird. Das ist ein großer Vorteil des Geschäftsmodells, denn für dich fallen nur dann Kosten an, wenn ein Produkt tatsächlich verkauft wird und du das Geld bereits in der Tasche hast. Naja, stimmt nicht ganz. Ja, das stimmt, für das Produkt fallen keine Kosten an, aber du musst ja irgendwie Traffic generieren. Das heißt, ein Shop kostet natürlich ein bisschen Geld. Eventuell eine Domain und Traffic, je nachdem. Es gibt gratis Traffic-Quellen, aber wenn du das mit PPC machst, fallen natürlich vorher ein bisschen was an Kosten ein. Aber du brauchst jetzt nicht irgendwie erstmal ein paar Paletten an Ware zu kaufen, bevor du überhaupt das erste Teil verkaufen kannst. Das ist das sehr, sehr Geile daran. Aber ja, Traffic-Quellen, Kosten fallen schon an. Ich würde schon sagen, dass du 1.000, 2.000 Euro ruhig als Startkapital haben darfst und dann loslegen kannst. Aber okay. Lediglich die Werbekosten müssen vorab von dir getragen werden. Okay, er sagt Werbekosten, okay. Den Versand und die Logistik übernimmt komplett dein Lieferant für dich und du musst hier nichts weiter tun. Schauen wir uns das einmal etwas genauer an. Schritt 1. Aber wie gesagt, wird es vielleicht noch sagen jetzt mit den Schritten und so, aber hier nochmal ganz klar, ne? So ein Shopsystem kostet Geld, Shopify oder wie auch immer, Domain und so. Aber das ist alles überschaubar. Das ist alles überschaubar. Finde Produkte, die eine große Nachfrage haben. Es gibt einige Möglichkeiten und Methoden, um Produkte mit einer großen Nachfrage zu finden. Du solltest generell versuchen, Folgendes herauszufinden. Was haben andere Händler bereits angeboten und wie hat es sich verkauft? Und welche Produkte verleiten die Interessenten zu einem Spontankauf? Schaue dir dazu die relevanten... Das ist ein sehr guter Tipp. Mein Tipp ist jetzt... Schau einfach mal, was du bis jetzt gekauft hast und wo du Schwierigkeiten hattest, das Produkt zu bekommen und ob das vielleicht eine geile Nische ist. Warum oft hat man so Probleme? Zum Beispiel, du warst jetzt öfters mal in Amerika und denkst so, boah, da gibt es schon geile Süßigkeiten oder so oder dies oder das. Und ich wollte mir das auch in Deutschland schon mal bestellen und es gibt es nicht oder es ist verdammt teuer oder so. Und es gibt nur ein, zwei Online-Shops, wo du das bestellen kannst und so weiter. Vielleicht ist das dann auch eine Nische. Oder du warst halt in Spanien im Urlaub und spanische Spezialitäten oder irgendwie so etwas. Und du findest es einfach nicht. Oder ich hatte letztes Mal sogar eine richtig geile Idee. Jemand hat mir erzählt, eine Schuhmarke aus Amerika. Die ist hier verdammt teuer. In Amerika ist die gar nicht so teuer. Aber in Deutschland ist die voll teuer und auch in Europa oder so. Vielleicht kannst du so etwas machen.
Also einfach mal Ohren aufhalten. Vielleicht findest du auch ein paar Produkte, wo es kaum Konkurrenz gibt und ja, weil du selbst auch schon mal diesen Bedarf hattest, das Ding zu kaufen. Ganz wichtig. Ja, finde ich. Social Media Plattformen an und überprüfe die Gefällt mir Angaben und Kommentare der Werbeanzeigen und Produkte, die dort veröffentlicht worden sind. Anhand der Reaktion siehst du, welche Produkte bei der Zielgruppe ankommen und welche eher weniger. Egal ob Google, Facebook, Pinterest, Instagram oder weitere Plattformen, versetze dich in deine Zielgruppe hinein und frage dich, was bewegt die Leute aktuell? Was geht den Menschen durch den Kopf? Wie kann ich mit meinem Produkt das Problem lösen, das besteht? Wie kann ich mein Produkt entsprechend positionieren, damit die Person sagt, hey, das muss ich mir sofort kaufen? Schritt 2. Einen Lieferanten für dein Produkt finden. Grundsätzlich kannst du mit jedem Hersteller oder Großhändler eine Vereinbarung abschließen und der einfachste Weg ist es, wenn du direkt aus Asien die Produkte an den Kunden liefern lässt. Das ist schon ein bisschen älter. Das würde ich gar nicht mehr machen, weil die Kunden halt gewohnt sind, ein, zwei Tage die Produkte zu haben. Aus Asien dauert es einen Monat, manchmal oder so. Ganz ehrlich, ich würde aus Deutschland oder aus Europa einen Lieferanten holen. Ein paar Produkte kannst du immer noch über Asien machen oder so, aber das ist nicht mehr so. Ja, und die Kids, die bestellen sich das gleich in Asien, wenn sie halt darauf warten wollen oder so. Der Tipp ist so ein bisschen altbacken. Die Kostenvorteile sind enorm. Ein hervorragender Marktplatz, um an Großhändler aus China und Co. zu kommen, ist AliExpress. Ja, das war auch mal voll der Hit. Aber wie gesagt, du hast Supportaufwand ohne Ende. Wenn ich heute etwas bestelle und das ist nach 2, 3 Tagen nicht da, habe ich schon einen Hals. Und denke mir so, warum habe ich da überhaupt bestellt? Und du kannst dir vorstellen, dass du dann halt innerhalb der nächsten Wochen und vielleicht sogar einen Monat oder so, wenn es dann vielleicht sogar beim Zoll hängen geblieben ist oder so, Support-Anfragen ohne Ende bekommst. Wann bekomme ich meine Bestellung? Wann bekomme ich meine Bestellung? Wann bekomme ich meine Bestellung? Und das ist so. Vielleicht hast du es auch schon gemacht, dass dann halt nach 3 Tagen denkst du so, hey, ich schreibe mal an und so. Und hin und her schreiben, das macht keinen Spaß. Und dann kannst du ja noch nicht mal eine zuverlässige Ansage aufgeben, wenn das einfach nur per Briefumschlag versendet wurde oder so. Okay. Du kannst dir das wie Amazon vorstellen. Du findest jedes beliebige Produkt zu absoluten Schnäppchenpreisen. Diese Produkte kannst du dann über das Dropshipping-Modell direkt aus China an deine Endkunden senden. Damit du einen zuverlässigen Händler mit qualitativ hochwertigen Produkten findest, empfehle ich dir, den Händler ganz genau unter die Lupe zu nehmen. Grundsätzlich kann man sagen, dass Produkte, die bereits viele Bestellungen erhalten haben, vielversprechend sind. Du hast Gerade bei diesen Centbeträgen oder so, bei den 1-Euro-Produkten, vielleicht ist es da sogar ganz gut, kein Dropshipping zu machen, sondern einfach mal 40, 50 Stück einzukaufen im Paket und dann aus Deutschland zu verschicken, weil es dann schneller geht, die Kunden sind zufriedener. Solltest du einfach mal nachschauen. Zudem die Möglichkeit, die Bewertungen der Käufer einzusehen und kannst so Rückschlüsse auf Qualität, Zuverlässigkeit und die Dauer des Versands ziehen. Bei der Auswahl der Ja. Produkte solltest du auch darauf achten, dass diese mit den geltenden Richtlinien konform sind und keine Rechte von Dritten verletzen. Ja, nicht nur das, ne? EC-Zeichen und keine Ahnung was. Da gibt es ja mehrere Sachen, ne? Das ist natürlich alles gucken, aber die Rechte natürlich extrem, ne? Beispielsweise Patente, Bildrechte etc. Generell dauert der Versand beim Dropshipping aus Asien etwas länger, häufig mehrere Wochen. Aus eigener Erfahrung weiß ich aber, dass das kein unlösbares Hindernis ist, wenn du im Gegensatz gute Preise anbieten kannst und das kannst du mit diesem Modell. Wenn du nun also passende Produkte und Lieferanten gefunden hast, geht es weiter zu Schritt 3, deinen eigenen E-Commerce-Online-Shop mit Shopify erstellen. Die Online-Shop-Plattform Shopify ist ein fantastisches Tool, das dir schnell und einfach. Ja, diese Anbindungen und so zu anderen. Also, ich habe es noch nicht ganz verstanden, was man damit alles machen kann, aber es ist ein Paradies. Den Aufbau deines Online-Shops ermöglicht. Das Shop-System bietet dir dabei vom Erfassen, Verwalten und Präsentieren der Produkte über die Zahlung bis hin zum Kundenmanagement für alle relevanten Aspekte eine solide und skalierbare Lösung zum kleinen Preis. Du kannst dich kostenlos bei Shopify registrieren und ohne Risiko das Ganze für 2 Wochen testen.
Dort kannst du dann auch ganz einfach deine eigene Webdomain mit dem Shop verknüpfen und verschiedene Zahlungsmöglichkeiten wie PayPal und Kreditkarten direkt anbinden. Aber wie bringst du jetzt die Produkte von AliExpress auf deinen Shop? Dafür gibt es die geniale Oberlo-Applikation, welche dir sehr viel Zeit und Nerven sparen kann. Damit kannst du Produkte mit einem Klick von der Plattform AliExpress direkt in deinen eigenen Shopify-Shop importieren. Danach musst du nur noch die Produktbeschreibung anpassen und optimieren und schon kann es losgehen. Oberlo ist nun die Schnittstelle zwischen deinem Shopify-Shop und deinem Lieferanten auf AliExpress, denn auch alle eingehenden Bestellungen kannst du damit mit wenigen Klicks direkt abwickeln. Ja, sehr gut erklärt. Und es gibt diese Schnittstellen, gibt es für viele Sachen mittlerweile. Für T-Shirts und so weiter, wo du dann halt auch Drucke drauf hast und so Serviceanbieter und so. Mega Idee ist das ganze System. Und an den Endkunden senden lassen. Schritt 4. Gezielt Werbung platzieren. Wenn dein Shop dann steht, brauchst du nur noch die passenden Besucher, die du in zahlende Kunden verwandeln kannst. Dafür nutzt du am besten Facebook-Anzeigen. Damit kannst du sofort Interessenten auf dein Angebot ab. Die Marge muss dann aber echt schon gut sein. Facebook ist mittlerweile schon ein bisschen teurer geworden. Wenn du Gratis-Traffic hast, hast du schon eine Reichweite. Lieber über Gratis-Traffic, umso höher sind die Gewinne. Facebook-Werbeanzeigen musst du echt können. Ne? Also ich bin ja eher der Typ, auch in meinem JetSet-Affiliate-System, ich zeige dir dort, wie du Gratis-Besucher bekommst. Das ist mein Steckenpferd. So. Aufmerksam machen und keine andere Plattform hat so viele konkrete Nutzer- und Kundendaten wie Facebook. Diese Daten kannst du zum Vorteil für dein Business einsetzen und so deine Zielgruppe ganz gezielt ansprechen. Erstelle auffällige, aber simple Werbeanzeigen und spreche deine Zielgruppe damit über Facebook an. Der Schlüssel zur... Ich war letztes Mal bei AliExpress. Pass auf mit den Echtgold-Sachen und so dort. Ist natürlich klar, dass du dafür 3 Euro keinen echt goldenen Ring bekommst oder so, aber wenn da Hochzeitsring 3 Euro steht und so, und dann hast du die ganzen Bewertungen, hat er ja auch gerade vorher gesagt, und hast du da ein paar gute Bewertungen und dann so, ja, läuft schwarz an nach 3 Tagen und keine Ahnung was, und da steht dann halt, keine Ahnung, 18 Karat Gold oder so. Ja, vielleicht sogar einmal eine Probebestellung machen, dann kannst du auch einzigartige Fotos machen oder so. Erfolg lautet hier testen. Vergleiche die Anzahl der Likes und Kommentare und versuche dabei, dich in deine Zielgruppe hineinzudenken. Die Kommentare zu deiner Anzeige können dir dabei helfen. Als Richtwert kannst du dir merken, investiere etwa 20 Euro pro Produkt in Werbung und wenn dieses Budget aufgebraucht ist und du bis dato noch keinen Verkauf generiert hast, dann schalte die Anzeige aus. In diesem Fall kommt das Produkt nicht bei der Zielgruppe an. Wenn du aber ein Winning-Produkt gefunden hast, dann heißt es automatisieren und skalieren. Schritt 5. Die Abläufe automatisieren und skalieren. Ein sich gut verkaufendes Produkt kann sehr schnell und breit auch in andere Länder oder gar weltweit vertrieben werden. Das vergessen viele. Du hast eine zweite Sprache, eine Muttersprache, Französisch, Spanisch oder sonst was. Mach doch einen Shop in einer anderen Sprache noch auf. Wenn du schon geile Produkte hast, die in Deutschland laufen, werden die vielleicht in anderen Ländern auch laufen. Der große Vorteil ist hier, dass die Versandkosten von AliExpress meist weltweit gleich hoch sind und oftmals sogar im Preis enthalten sind. Man spricht hier von Free Shipping. Als Beispiel, wir haben tausende von Armbändern für 14,95 verkauft, die uns im Einkauf inklusive Versand 1,39 Dollar gekostet haben. Ja, eine gute Marge, ne? Das geht. Natürlich muss man hier auch die Akquisekosten für Facebook-Werbung abziehen und noch etwas an Gemeinkosten für Kundendienst, Plattform etc. einrechnen, aber unter dem Strich ist da doch ein nettes Sümmchen hängen geblieben. Eins ist sicher, wenn etwas einmal funktioniert hat, dann wird es mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch noch ein weiteres Mal funktionieren. Und gerade wenn das so ein Armband ist, was wirklich so modisch jetzt keine Schwankung ist, ne? Ist ja jetzt nicht so irgendwie so, ja, das wirst du auch in ein paar Jahren noch verkaufen, wenn du das einmal gefunden hast. Ja, coole Idee. Das bedeutet im Umkehrschluss,
Umso mehr relevante Menschen du mit deiner Werbeanzeige erreichst, desto mehr Verkäufe kannst du generieren. Du kannst dazu dein Produktlisting beispielsweise in mehreren Märkten und Sprachen anbieten oder ähnliche Produkte ins Portfolio mit aufnehmen. Sobald du viele Bestellungen erhältst, gibt es natürlich auch einiges zu tun. Kundenanfragen, E-Mail-Newsletter, neue Produkte recherchieren, Anzeigen schalten, administrative Dinge klären und so weiter. Hier steht eine Menge Arbeit an und wer denkt, damit über Nacht zum Millionär zu werden, der sollte es lieber nicht damit versuchen. Wenn du dir aber ein ernsthaftes Business aufbauen willst... Ganz ehrlich, wenn du über Nacht zum Millionär werden willst... Mach irgendetwas anderes, aber kein Online-Marketing in den meisten Fällen. Wenn du nachhaltig etwas aufbauen willst, auch Affiliate-Marketing, ja, mein Jetset-Affiliate-System, da zeige ich dir alles, aber es ist ein geiles Business-Modell, wo du auch Tausende von Euros verdienen kannst im Monat. Teilweise sogar sehr, sehr easy, aber Millionär ist dann schon ein anderes Level über Jahre hinweg. Ganz wichtig, nicht über Nacht. Dann hast du hier die Möglichkeit, die Abläufe zu automatisieren. Durch die gezielte Verknüpfung von Prozessen kannst du es schaffen, dass dein Tagesgeschäft zu einem gewissen Grad autonom läuft. Durch den Einsatz von Projektmanagement-Tools wie beispielsweise Trello kannst du verschiedene Schnittstellen im Business miteinander verknüpfen. So können Arbeiten, die immer wieder anfallen, ohne Probleme beispielsweise an Freelancer abgegeben werden. Währenddessen kannst du dich um das Wachstum und um neue Ideen für dein Business kümmern. So, das waren die Grundlagen zum Aufbau deines eigenen E-Commerce-Dropshipping-Businesses. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und du ergreifst jetzt deine Chance. Auf jeden Fall. Mir hat das Video sehr gut gefallen. Sind die Grundlagen drin und so. Mein Name ist Michael Kotzo. Hey, abonniere meinen YouTube-Kanal und hey, ich habe hier noch zwei Videos für dich. Schau dir noch ein weiteres Video von mir an. Ich bin raus. Ciao.